Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und Sie sehen es jetzt gleich immer wieder. Fisch für Fisch wird dem neuen Teich zugesetzt. Und wir wollten schon lange wieder hier gewesen sein, um auch die letzten Zwischenschritte zu zeigen, die Genesis vollbracht hat, bis der Teich dann, so wie er jetzt ist, fertig war. Und ich, witzigerweise, ich habe gerade vorher nochmal alte, nicht alte Videos, sondern die, die wir noch nicht ausgestrahlt haben. Also klar, wenn Sie den Blog sehen, haben Sie die anderen auch gesehen. Und da bin ich hier mit Micha gestanden, er mit seinem bekannt lachsroten Poloshirt, mit seinen, wie heißen die, QVC-Turnschuhe, ne, wie heißen die, QRRC, Q, die, wo jetzt alle Leute mit Rückenprobleme, ach, wie heißen sie, keine Ahnung, egal, da ist er gestanden mit mir und wir haben hier wie man hier einen Bürstenfilter reinbauen kann. Danach bin ich gegangen. Er hat sich mit Holger zurückgezogen. Sie haben nochmal eine Nacht lang und kurz bevor gegangen ist, war dann die Idee, da hinten den Bürstenfilter zu bauen. Das haben wir in den vorangegangenen Blogs auch alles erzählt. Und dann hat man sich auch darauf geeinigt, dass der Teich jetzt nicht mit Laminat nachverbessert wird oder nochmal ausgekleidet wird, sondern dass man da eine komplette auf ewig haltbare PE-Geschichte draus macht. Ist jetzt, man hat auch aus strömungstechnischen Gründen die Steine rausgemacht, weil die Steine schweben ja nicht im oder über dem Wasser, sondern die stehen auf Säulen. Die Säulen stören die Strömung. Und das war alles Mist und Kacke und wollen wir nicht mehr. Und jetzt ist es vollbracht. Was mich jetzt wundert, der Teich ist seit 2 Wochen voll. Der ist gefüllt, befüllt seit 2 Wochen. Und das hat nur wenige Tage gedauert, bis hier die Algen angefangen haben zu wachsen. Sie sehen, in reinem Leitungswasser, ohne, also doch, im Leitungswasser sind natürlich Nährstoffe und aus Korrosionsschutz für die Leitung, wird auch manchmal Phosphat zugegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier so der Fall war. Aber reines Leitungswasser reicht aus von den Nährstoffen, dass Algen davon leben können. Und jetzt sind die Fische eingesetzt worden. Also man darf jetzt nicht glauben, das Wasser war, als wir kamen, kristallklar. Lisa nimmt mal die Kamera auf die Hand und zeigt es mal so ein bisschen. Was da jetzt an Algenflusen unterwegs ist, das ist der absolute Hammer. Die Koi wühlen jetzt gerade natürlich alles auf. Das hat sich alles sedimentiert. Ist auch einer der Beweise dafür, dass, dass ein Teich trotz der starken Strömung, die wir hier haben, man muss mal schauen, wie die wie schnell sich die Luftblasen an der Oberfläche bewegen. Aber selbst das reicht nicht aus, um den Teich wirklich den ganzen Schmutz abzutransportieren. Man braucht wirklich auch die Schwanz- und die Brustflossen der Koi, um das immer wieder aufzuwühlen. Und der Teich ist auch aufgesalzen, das ist auch wichtig. Holger war vor einer Woche schon da und hat sich Filtermaterial geholt, nachdem sein Teich 20 Grad hatte. Der Teich bei uns, wo die Fische schwammen, hatte 20 Grad oder 22, dann wurde das Filtermaterial eingesetzt. Dann war er schon mal komplett trüb, ja, weil es den Biofilm runtergewaschen hat. Das hat sich dann in den Bürsten sedimentiert und jetzt wird der Teich langsam aber sicher einlaufen. Vielleicht noch mal was, wo ich gerade vorher auch zu Holger gesagt habe. Also die Fische waren jetzt alle in einem 50.000 Liter Teich und Holger wollte, ursprünglich hat er gefragt, weil alles schnell gehen musste, weil der Teich kurz vor richtig leckschlagen war, hat er mich gefragt, ob er die alle in den 5.000 Liter Hälterungsbecken packen kann. Kann man, wenn man die Fische nachher nicht mehr hier reinsetzen will. Das wäre garantiert schief gegangen. Also schauen Sie sich die Menge mal an, was da schwimmt. Das ist der absolute Wahnsinn. Lisa, halt mal die Kamera mit 2 Händen, weil sonst wird es relativ stark wackeln wahrscheinlich. Ja, die Luftblasen, die Sie hinten am Ausströmer sehen, die sind so typisch für einen aufgesalzenen Teich. Das ist so typisches Salzgeblase. Und ja, hier kommt jeder Tropfen Wasser rein. Das ist übrigens, das war jetzt gerade ein gutes Bild. Das ist übrigens in dem Fall, jetzt beim Zusetzen, Sie mögen sich jetzt vielleicht wundern, warum man da das Transportwasser mit reinkippt. Die Fische sind jetzt 3 Tage ausgenüchtert worden. Sie sind jetzt 1 Stunde transportiert worden. Also da sind jetzt keine extremen Ammoniumspitzen im Transportwasser drin. Aber wir haben bei 35 Boxen, war es glaube ich, mit Sicherheit 1,5 Kubikmeter Wasser, die hier jetzt mitkommen. Und die Biologie, die da drin ist, damit impfen wir jetzt natürlich auch den Teich an. So, hier kommt der Goromo.
Also die beiden Herren Altrocker, die wissen morgen auch, warum sie Rückenschmerzen haben. Wir wissen es wenigstens. Andi hat gerade gemeint, sie wissen es wenigstens. Vor 3 Jahren nach Harley fahren auf Kürt wegen Rückenschmerzen und jetzt die schwere Keu rumlupfen. Lisa, komm mit, wir schauen uns den Filter an. Ja, wir werden nachher nochmal, wenn alle drin sind, machen wir nochmal. Also was man natürlich sagen muss, Holger ist auch Perfektionist. Da war ja früher der Trommelfilter drin. Und hier stehen jetzt unten die zwei Aquamax Expert 44.000. Die laufen jetzt nur mit 40%. Mit 100% kann er sie gar nicht laufen lassen, weil die viel zu viel Musik machen würden. Vielmehr, es sind sogar 3. Und hier, wenn du runterfilmst, da kommen jetzt die Bodenabläufe. Die gehen dann raus im Bürstenfilter. Schauen wir uns auch gleich an. Und dann kommt es aus dem Bürstenfilter, wenn du wieder reinkommst und runter zeigst. Da unten saugen die zwei an und dann geht es hier durch die UV-Reaktoren 2x 150 Watt. Das sind die 3 Expert mit 40%. Und da ist das Filtermaterial von uns drin. Und hier, das sehen wir, was an Frischwasser reinläuft. Ist auch sehr gut, gute Menge. Da braucht man dann auch nicht noch zusätzliche Wasserwechsel machen. Das wird ausreichen. Dann, ich finde dieses Gitterrohrprinzip finde ich super. Man kann gut drauf laufen, aber wenn man mal runter muss, ist auch gleich runtergehoben. Einfach ein Gestell unten hingeschweißt. Luftpumpen stehen oberhalb vom Wasserspiegel. Dann haben wir hier der Berstefilter. Ist das nicht toll? Kleine saubere Rasenkante, hingranitiert oder wie heißt es denn? Hingewürfelt? Ist gewürfelt. Okay, ich bin heute nicht wirklich witzig. Kann man auch nicht jeden Tag sein. So, und da sehen wir, also wenn man guckt, wie die Bürsten hier schon, gehen wir ganz nah hin, wie die schon bewachsen und beschlagen sind, das ist richtig brutal. Und wie viele Kiefernadeln und alles da drin ist. Und jetzt momentan kommen ja die ganzen Algenflusen. So. Wenn man hier hinten schaut, da sieht man von den Algenflusen schon nichts mehr. Also die werden alle zurückgehalten. Und was man wissen muss bei Bürstenfilter, Andi, den wir gerade da vorne, der mich da so schwer beleidigt hat, der hat seinen Teich jetzt auch umgebaut. Bei dem haben wir ja auch geblockt damals, wo wir gesagt haben, Andi hat Sorgen und Holger hat Sorgen. Und wir wussten bei beiden nicht, ob sie mit dem Hobby aufhören wollen. Und Holger, Andi, da werden wir nächste Woche hingehen. Der ist auch oberhappy. Ja, der hat auch heute zu Tim gesagt, du kannst deinem Chef sagen, das hat er ganz, ganz, ganz toll, 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 toll gemacht oder vorgeschlagen. Also das funktioniert auch. Und ja, aber was man wissen muss, so ein Bürstenfilter, der braucht jetzt erstmal 4, 6, 8 Wochen, wie ein normaler Filter auch, bis er richtig läuft, bis er richtig Abbauleistung hat, bis die richtige Biologie drin ist, die wir brauchen. Und wenn die dann mal drin ist, dann hängt es natürlich auch davon ab, wie man ihn nachher pflegt, wie man ihn reinigt. Also ich würde nie den ganzen Filter auf einmal reinigen. Ich würde immer sanft reinigen, einmal die eine Hälfte, dann die andere Hälfte oder auch vielleicht nur die eine Seite und dann die andere Seite, je nachdem. Aber das haben wir jetzt schon oft gesagt, da geht man nicht mit dem Hochdruckreiniger drüber her, man geht nicht mit Kaltwasser drüber her, man geht auch sonst mit keinem scharfen Wasserstrahl und mit Reinigungsmittel aus der Küche schon gleich dreimal nicht. Aber ich würde sagen, so sieht eine ganz einfache, funktionierende Anlage aus. Ich weiß nicht, haben wir da unten, ja, da haben wir für einen Pumpentausch, für einen möglichen, sind da Armaturen verbaut, ja, Verschraubung und Zugschieber. Aber ansonsten, wir haben nur noch Rohrleitung DN100, sind die kleinsten Rohrleitungen. Und das ist einfach ein ganz einfaches System mit maximal niedrigem Technologisierungsgrad. Die einzig drehenden Teile sind in den Pumpen verbaut, da lässt sich es nicht vermeiden. Ansonsten haben wir noch 2 UV-Lampen und ansonsten nur eigentlich Sedimentation und biologische Filterbehälter. Von daher. Ja, und die Belüfterpumpen auch. Aber absolut perfekt. Jetzt lassen wir die Jungs noch, wir labern nicht so lange, bis sie den letzten Fisch noch ausgepackt haben. Ja, also, und wenn die dann fertig sind,
Dann trinke ich jetzt mal noch einen Kaffee und dann machen wir weiter. Bis dann, Dankeschön und tschüss.